So, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem 73:29 Heimsieg von Medi Bayreuth gegen die New Yorker Phantoms Braunschweig vor 2552 Zuschauern. Ich begrüße die Trainer von New Yorker Phantoms Braunschweig, Raoul Körner, und unseren Head Coach Petra Krunic. Fangen wir mal mit dem Gästetrainer. Herr Körner, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, zunächst einmal Glückwunsch an Coach Krunic und seine Mannschaft. Ich werde kein Geheimnis verraten, wenn ich hier neidlos anerkennen muss, dass sie über 40 Minuten die bessere Mannschaft haben. Das Spiel ist aus unserer Sicht relativ rasch analysiert. Wir haben mit zu wenig Energie von Beginn an agiert. Das hat sich manifestiert darin, dass wir die Offenses zu früh abgebrochen haben, uns zu leicht aus den Offenses haben bringen lassen. Defensiv den berühmten Schritt zu spät waren, nicht die Aggressivität gezeigt haben, die wir brauchen, über die wir uns definieren müssen. Wir hatten einen kleinen Run im Laufe des zweiten Viertels, wo es so ausgesehen hätte, als könnten wir die Partie dann doch über den Kampf zumindest eng gestalten. Das war leider ein Strohfeuer, oder hat sich leider Strohfeuer entwickelt, und so waren wir im Prinzip nur Passagier in diesem Spiel und waren über 40 Minuten nie in der Lage, konstant hier anderen Basketball zu zeigen. Was mich heute auffällt, ist die Dreierquote, 1 von 23. Warum hat das heute nicht funktioniert? Warum haben Sie nicht umgestellt dann? Muss man sich ja fragen, wenn man diese Statistik sieht. Naja, also freie Dreier müssen genommen werden. Wir haben, wie schon angesprochen, in der Exekution sehr, sehr schlampig agiert. Wir waren nicht scharf. Dadurch bekommt man dann auch die Dreier nicht dort, wo man sie haben möchte. Auch nicht die Spieler dort, wo sie sie haben möchten und wo sie brauchen. Resultiert in einigen Verzweiflungswürfen, und die sind prozentuell niedriger anzusiedeln. Und 1 von 23 ist vielleicht etwas extrem, aber im Endeffekt nur ein Ausdruck dessen, was die mangelnde Schärfe, die mangelnde Exekution betrifft. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Kai Wisser ist gut gestartet, und dann kam bei Bayreuth Quali die Foulprobleme, und Wisser saß auf der Bank. Das war für mich etwas ungewöhnlich. Ja, Kai ist jemand, der seine Pausen braucht, der dann auch den Wechsel verlangt hat. Okay. Nana hat uns von der Energie her einiges gebracht. Ich fand auch, dass wir mit Aaron jemanden gehabt haben, der vom Energielevel her hier dagegen halten konnte. Im Endeffekt ist die Energie, wenn sie gekommen ist, dann in erster Linie von den großen Leuten gekommen. Okay. Das sind leider nur zwei Plätze. Der Braunschweiger Backcourt hat faktisch nicht stattgefunden, wenn ich jetzt mal so die Namen durchgehe, den McElroy, und dafür ist es ja Rausnahme verhältnismäßig knapp gewesen. Ja, also knapp, das waren es 24 Punkte zum Schluss, davon knapp zu spielen. Also für einen fehlenden Backcourt quasi jetzt. Ja, noch einmal, also ich glaube nicht, dass man die Analyse hier auf den Statistikzettel findet, sondern das war die Intensität und die nicht vorhandene. Und damit kommt das Team nie ins Laufen, und dass jeder, also nicht jeder hier seinen besten Tag hatte, das sieht man wiederum am Statistikzettel, aber wir sind eine Mannschaft, und wir müssen auch Wege finden zu kompensieren, wenn der eine oder andere nicht seinen besten Tag hat. Wenn es zu viele sind, wird es schwer. In der Liga mit einem extrem breiten Mittelfeld zählt ja hinten raus vielleicht sogar der direkte Vergleich. Ist es bei den Spielern nicht angekommen, dass auch eine -10-Niederlage hier nicht so schlimm wäre jetzt? Ob es nicht angekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich bin schon da, also ich glaube, dass die Spieler durchaus wissen, dass es nicht erstrebenswert ist, mit 24 aus der Halle geblasen zu werden. Offensichtlich waren wir nicht in der Lage, das zu vermeiden. Gibt es noch weitere Fragen? Dann kommen wir zu unserem Trainer. Petrak, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Der erste gegen Braunschweig, sondern zum Aufstieg. Wie analysierst du das Spiel heute? Danke. Ich denke, das war ein sehr gutes Spiel. Wir haben eine sehr gute Verteidigung gespielt die ganze Zeit. Und mit einer viel Intensität, viel Engagement von unseren Spielern. Resolution für Spieler für eine sehr tolle Leistung. Das war von erster bis letzter Minute eine gute kämpferische Leistung. Und dazu eine sehr gute Unterstützung von unseren Fans und Jungs, weil in 40 Minuten eine gute Intensität. Und wie es erfordert, wir
wir wissen vor dem Spiel, dass wir müssen eine gute Verteidigung spielen, weil Braunschweig kommen hier mit 2 Siegen. Und gegen Union Trier und sehr gut gespielt, auch gut getroffen, offensiv, sehr, sehr gut gemacht. Und das war unsere Idee heute. Und das geklappt. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Ryan Bailey hat 4 Minuten gespielt, ist, so wie ich es gesehen habe, auf die Schulter gefallen. Müssen wir befürchten, dass er jetzt auch der dritte ist, den ich spielen kann in den nächsten Wochen? Schwierig zu sagen, jetzt direkt mal das Spiel. Aber war das der Grund, dass er so wenig gespielt hat? Ja, einfach die. Ja, ich habe gesehen, dass das etwas. Ja, und das war. Naja, die getroffene Entscheidung, dass ja, wir mit ihm gesprochen haben, ein bisschen, war nicht so. Ja, wir denken, das war nicht zu hoch Risiko. Zu bringen wieder in Spiel und das war gut. Der Rest hat ein Spiel oder der Mann gesetzt. Gibt es weitere Fragen? Was kann man von dem heutigen Spiel mit nach München nehmen am Sonntag? Oh, ich denke, das war eine gute Sache. Das war das sehr gut. Wird die Mannschaft Einwurfsysteme gegen Full Court Press üben, jetzt im Training nochmal? Wird die Mannschaft jetzt in den bis München gegen Full Court Press noch Einwürfe üben im Training? Es gab ja einige Ballverluste beim Ballvortrag. Erste, ich muss sehen, weil das war Braunschweig unser Hochpunkt, dass wir machen eine Vorbereitung für Braunschweig. Und jetzt, wie man die Vorbereitung für mich? Das okay. Jetzt wird gefragt. Erste, wir müssen sehen alles. Mhm. Und nachdem wir müssen treffen unsere Entscheidung, was wir wollen zu spielen. Offens, Verteidigung, weil wir werden spielen gegen diese starke Mannschaft. Okay. Jetzt natürlich das paar Turnovers, die wir haben gemacht, natürlich, dass wir müssen trainieren, weil wir gute Sachen nehmen von jedem Spiel, auch das, was war schlecht, dass wir probieren, mit Training besser machen, weil sowieso, wir sind nicht jetzt 6 Monate zusammen, wir sind 2 Monate zusammen, jetzt Mannschaft. Besser zusammenspielen. Gute Frage. Gibt es noch weitere Fragen? Dann danke für die Aufmerksamkeit. Nächstes Heimspiel Sonntag in einer Woche am 20. Oktober gegen Oldenburg. Schönen Abend.